Ahoi Pyros, was geht? Willkommen zu einem neuen Video bei Apple Fan 95 und heute gibt es das Tosh Pyro Unboxing. Und zwar sind es zwei Kartons, eins davon könnt ihr schon erkennen. Das ist die richtig fette und schwere Leslie Crackling Coco Extreme. Ein brachiales Teil, ohne Scheiß, Leute. Wenn das um 0 Uhr hochgeht. Alter Falter, Junge, leckt mich fett am Arsch. Wir können das Ding ja mal sozusagen aufmachen. Ich befürchte, es wird im Drahtkäfig sein. Und ich glaube, da werden sich meine Gefühle auch nicht täuschen. Leider Gottes. Moin. So. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Es ist im Drahtkäfig. Wir sehen uns gleich wieder, Pyros. So Leute, halbe Stunde ist vergangen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, diesen Dreckskäfig hier aufzubekommen. Ich meine, was denkt sich denn Leslie dabei? Guckt euch das doch mal an. Wie soll man diesen Bums hier jemals aufbekommen? Außer mit einem Bolzenschneider. Aber wenn man keinen Bolzenschneider zu Hause hat, dann ist man quasi gearscht. Also, ich meine, sicher ist ja schön und gut, aber das ist ein bisschen zu extrem. Meiner Meinung nach. Das muss nicht sein. Naja, jetzt machen wir erstmal mit dem Paket weiter, weil jeder kann sich ja sicherlich vorstellen, wie das Ding aussieht. Es sind einfach nur 4 Batterien. Der Karton geht schon wesentlich einfacher auf, zum Glück. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Verpackungsmaterial natürlich. Und das sieht doch schon mal lecker aus. Oder Jungs? Haben wir hier als erstes die Nico Rocket Strike. Dann die Pyro Factory Scream Bella. Kamikaze von Pyro Factory. Eine York X-Ray. Sehr geiles Teil. Auch dafür, dass sie so extrem klein ist. Dann haben wir hier die Neuheiten. Und zwar Chipolla. Richtig geile Knallkörper. 3-mal habe ich mir die bestellt. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. So, dann haben wir hier die Mega-Böller von Pyro Factory. Wird auch ein Test folgen oder es kommt in eine Leuchtmischung, mal gucken. Dann haben wir die Jorge Poseidon Raketen. Sahen auch mal ganz interessant aus, deshalb einfach mal mitgenommen. Genauso wie die Vulcan Rocket Packs. Von den Teilen kann man glaube ich nicht so viel erwarten, sind sehr klein. Dann die Jorge Omega. Auch nur 4 Raketen. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dieses Mal gedacht habe, dass ich mir so viel klein verkaufe. Triplex Rocket TXR 371. Dann die Sirius Rockets von Geyser. Das Commandos oder Commandos von Triplex. Schöne Raketen. Ah, okay, hier unten sind auch nochmal Raketen drin. Dann haben wir das Pyrotrade Radius oder Radium. Besser gesagt, Raketensortiment. Römische Lichter. Rölis von Keller. Rocket Assortment von Triplex nochmal. Ich glaube, das ist jetzt Rubro. Genau, Rubro. Rocket Science und die Aquarius Rockets von Rubro als letzten Artikel. Wie auch schon bei der Feuerwerks-Discounter-Bestellung stelle ich das jetzt einfach nochmal schön hin und ja, bis gleich. Also Freunde, jetzt habe ich das Ganze mal aufgebaut hier so ein bisschen und mir ist leider aufgefallen, dass da ein paar Sachen fehlen. Und dann habe ich auch schon diesen Zettel hier entdeckt, den jeder Pyro befürchtet hat. Oder
beziehungsweise am liebsten vermeiden würde. Klar, Tauschbüro kann da nichts für, so, das ist, denen geht's genauso dreckig, dann sage ich mal, wie den Endverbraucher, aber trotzdem ist es halt scheiße, so, weil man mit den Artikeln eigentlich gerechnet hat und ja. Was soll man machen? Ich mache das Beste draus. Ich habe immerhin trotzdem noch eine Bestellung bekommen. Ich kann mich eigentlich relativ glücklich schätzen, weil ja sehr viele leider auch keine Tauschbüro-Bestellung erhalten haben. Von daher alles in Ordnung und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.